So, in diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie man das Würfeln auch auf OBS einblenden kann. Ne? Also wenn man jetzt schreibt hier Roll 2D6, ne, dann rollen ja hier die Würfel. Dazu müsst ihr natürlich erstmal hier in den Einstellungen auf Roll20 aktiviere 3D-Würfel anklicken. Das ist wichtig, damit halt auch die Würfel hier tatsächlich rollen. Dann ist wichtig, dass ihr eine neue Seite erstellt mit den Einstellungen. Also ich habe Farbe, ich habe ein Greenscreen sozusagen eingeführt. Ich habe eine grüne Farbe. Ihr könnt natürlich aber auch pink oder blau nehmen. Ich nehme immer grün. Das hat sich bei mir so eingebürgert. Dann ist es natürlich wichtig, dass die Würfel, die ihr habt, nicht auch grün sind, weil die werden sonst natürlich nachher auch rausgelöscht. So, dann switchen wir mal ins OBS und ich zeige euch, wie ihr das machen könnt. Um euch das zu zeigen, nutze ich jetzt einfach nochmal mein König der Meere Overlay, das kennt ihr aus dem Streams. Und da fügen wir jetzt die Würfelseite ein. Den drücken wir hier auf Hinzufügen und wir werden eine Fensteraufnahme hinzufügen. Die werde ich jetzt hier Roll20 benennen, dann wissen wir gleich, worum es sich handelt. Und dann wähle ich hier als Fenster Chrome Exe König der Meere Roll20 in Google Chrome aus. Chrome Exe, weil ich es mit meinem Google Chrome Browser öffne. König der Meere ist der Name des Spiels, ist der Name der Seite auf Roll20. Deswegen heißt das so und drücke ich OK. Dann seht ihr auch schon, dass hier das Fenster erscheint. Den Rest lassen wir einfach so und drücken auf OK. Und schon haben wir die Seite hier eingefügt. Was jetzt natürlich noch störend ist, ist, dass natürlich nicht nur das Grün angezeigt wird, sondern auch alles andere. Das sieht natürlich nicht schön aus. Deswegen werde ich als allererstes die Seite beschneiden. Das machen wir wie gehabt mit wir drücken Alt. Und dann können wir das alles super beschneiden. Und wir wollen ja nur die Würfel sehen. Wir wollen ja nur die Würfel sehen. Und alles andere kommt weg. Was natürlich ist, wenn das sich jetzt natürlich hier ganz weit rechts würfelt. Ne? Also da, wo wir jetzt hier die Sachen weggeschnitten haben. Ne? Hier so. Dann sind die Würfel auch ein bisschen angeschnitten, aber das kommt sehr selten vor, dementsprechend passt das für mich so. Jetzt ist es aber natürlich immer noch grün. Na, und jetzt gehen wir hier, erstmal stellen wir die Seite fest, jetzt gehen wir hier mit Rechtsklick auf Roll20 und gehen auf Filter. Und dann wählen wir hier unten bei Plus hinzufügen den Filter Chroma Key aus. Das kann man dann noch einfach so übernehmen. Und Key-Farbtyp habe ich grün. Das ist jetzt bei mir automatisch auch schon, wenn ich jetzt blau nehmen würde, würde das einfach so bleiben. Und deswegen nehme ich grün. Ihr könnt das, falls es noch nicht ganz weggeht, auch einstellen, dass ihr hier die Ähnlichkeit und alles noch ein bisschen einstellt. Und dann geht ihr auf Schließen. Und schon seht ihr, man sieht nur noch die Würfel. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, Roll 3D20 zum Beispiel, dann würden hier die Würfel über den Bildschirm gewürfelt, geschmissen. Und so einfach ist das hier, das Roll20 Würfel, die Würfelfunktion bei euch im Stream einzufügen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich hoffe, ihr wisst, entschuldigt, hier mauzt mir gleich gerade eine kleine Katze ins Mikro. Ja, ich hoffe, es passt alles und ihr konntet das verstehen. Bei Fragen, schreibt die gerne in die Kommentare und ich beantworte die dann soweit möglich.